Herr Präsident, meine Damen und Herren! SPD und FDP wollen eine Enquetekommission einsetzen und mit Wissenschaft und Wirtschaft beraten, wie die Mobilität der Zukunft in Hessen aussehen könnte. Die Analyse im vorliegenden Einsetzungsantrag ist dabei im Großen und Ganzen nicht falsch. Und das betone ich auch deshalb vorweg, weil beide Parteien ja verkehrspolitisch nicht immer die Speerspitze des verkehrspolitischen Fortschritts sind, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Die FDP kämpft gegen ein generelles Tempolimit auf Autobahnen und stand in Wiesbaden gerade an der Spitze derer, die den dringend notwendigen Straßenbahnbau mit fragwürdigen Argumenten torpedierte. Man könnte auch sagen, mit Fake News torpedierte. Und dass ausgerechnet die FDP, für die eine Straßenbahn offensichtlich schon eine Überforderung in Sachen Innovation ist, dass ausgerechnet sie eine Enquete zur Mobilität der Zukunft fordert, das entbehrt nicht einer gewissen Ironie, meine Damen und Herren. Ja, und es gibt, bei manchen SPD-Abgeordneten haben wir das Gefühl, sie würden die Bäume im Dannenröder Wald am liebsten eigenhändig rausrupfen und sich selbst auf die Bagger setzen, damit an der Stelle eine Autobahn betoniert werden kann. Fridays for Future geht auf die Straße. Wir diskutieren über Klimaerwärmung und Klimaschutz. Und gleichzeitig baut das grün regierte Hessen den Frankfurter Flughafen aus und rodet den Dannenröder Wald für neue Autobahnen. Was für ein Irrsinn. Und folgerichtig landet Hessen auch im Länderranking Mobilität der Umweltverbände und Verkehrsverbände auf Platz 12. Nur auf Platz 12. Und beim Klimaschutz noch einiges schlechter. Und wir als LINKE sehen die großen Herausforderungen an die Verkehrsplanung der kommenden Zeit. Klimaschutz, lebenswerte Städte für die Menschen und bezahlbare Mobilität, auch ohne Auto und auch im ländlichen Raum. Dazu kommen die Fragen um die Logistik und den weitgehend unregulierten Güterverkehr, der unsere Straßen und Städte überrollt. Und Herr Minister, vielleicht sollte man auch die Corona-Krise einmal zum Anlass nehmen. Wäre jetzt vielleicht eine gute Gelegenheit, um das Millionengrab Kassel-Calden endlich in Würde sterben zu lassen. Vor Corona hat diesen Flughafen keiner gebraucht, jetzt erst recht nicht. Vielleicht kann man dieses sinnlose Projekt, für das Ihr Herz ja auch nie größer schlug, vielleicht jetzt auch endlich einmal beenden. Ich glaube, gerade in dieser Corona-Krise ist das Geld anderswo sinnvoller eingesetzt. Meine Damen und Herren, der Verkehrssektor ist noch immer der große blinde Fleck in allen Klimaschutzbemühungen, während z.B. im Gebäudebereich oder im Bereich der Stromerzeugung es zumindest einen Trend in die richtige Richtung gibt, sind die CO2-Emissionen des Verkehrs seit 1990 nicht gesunken. Die durch die Verkehrsinfrastruktur versiegelte Fläche steigt von Jahr zu Jahr, und der Verkehrssektor ist mit etwa 38% auch der größte CO2-Emittent in Hessen. Und es gibt natürlich auch Probleme jenseits des Klimaschutzes, der eine Verkehrswende dringend erfordert. Das ist der Lärm, das sind die Abgase, der Flächenverbrauch und deutschlandweit Tausende Tote jedes Jahr. Gerade die Ballungsräume ersticken in Autos, und so kann es nicht weitergehen. Die Frage ist aber, gibt es hier wirklich ein Erkenntnisproblem? Ist es wirklich jetzt angesagt, zu sagen, machen wir jetzt mal langsam, setzen wir uns mal an einen runden Tisch und lasst uns mal überlegen, was wir jetzt machen? Weil eigentlich ist es doch so klar, was wir tun müssen. Das liegt doch auf der Hand. Aber um das zu tun, muss man eben auch bereit sein, sich mit den Interessen der Automobil- und der Luftfahrtindustrie anzulegen, meine Damen und Herren. Dazu brauchen wir sinnvolle Konversionsprogramme, die die Arbeitsplätze in der Automobilindustrie und beim Flugverkehr erhalten und vor allem, um sie zukunftsfähig zu machen. Da darf man nicht festhalten an veralteten Technologien, sondern wir müssen bei den Zulieferern, aber auch bei den Automobilherstellern, die brauchen Konversionskonzepte, um die Arbeitsplätze zukunftsfähig zu gestalten. Und auch das heißt Verkehrswende, meine Damen und Herren. Es gibt in der Verkehrswissenschaft und der Stadtplanung eigentlich keinen Dissens darüber, dass die Wunden aus den Zeiten der autogerechten Stadt geheilt werden müssen. Die Bevorzugung des motorisierten Individualverkehrs muss beendet werden. Die Relikte dieser Zeit müssen rückabgewickelt werden. Die Stadtautobahnen, die mehrspurigen Stadtstraßen, die Verbannung von Fuß-, Rad- und Bahnverkehr irgendwie an den Rand, unter die Erde, irgendwohin, wo sie nicht stören. Und es muss Schluss damit sein, dass wir für immer mehr Autoverkehr immer mehr Straßen und immer mehr Fahrspuren bauen, die dann immer noch mehr Autoverkehr
verursachen. Und es muss Schluss sein, dass Autos immer größer werden. Mittlerweile ist jedes fünfte neu zugelassene Auto ein SUV. Das ist ein Irrsinn in vollgestellten Innenstädten, meine Damen und Herren. Der Automobilverkehr muss weniger attraktiv gemacht werden, und gleichzeitig müssen die Alternativen attraktiver gewesen werden. Ich höre schon, die SUV-Fraktion schreit auf. Genau Sie meine ich. Wir brauchen eine Reaktivierung von stillgelegten Bahnstrecken. Ja, Vergiftung des Klimas ist Spezialgebiet der AfD, nicht nur mit Abgasen, sondern auch mit Äußerungen. Darüber besteht hier in diesem Haus ja weitgehende Einigkeit. Was wir brauchen, ist die Reaktivierung von Bahnstrecken, die autofreie Innenstädte, mehr Lebensqualität, weniger Platzverbrauch durch fahrende und parkende Autos, kluge intermodale Verkehrskonzepte. Das brauchen wir. Eine neue Art, Mobilität zu denken, aus ökologischen, aber auch aus sozialen Gründen. Kein Mensch sollte auf ein Auto angewiesen sein, um seine täglichen Wege zurückzulegen, auch nicht auf dem Land, und Mobilität muss bezahlbar sein. Im schwarz-grün regierten Hessen feiert man sich für Mitnahmebänke und Bürgerbusse, wo Ehrenamtliche in die Lücken des Staates springen. Nichts gegen dieses ehrenamtliche Engagement. Aber es ist ein bisschen wie mit den Tafeln. Toll, dass es jemand macht, aber ärgerlich, dass es das überhaupt geben muss. Nein, das ist Mobilität der Almosen für Seniorinnen und Senioren, für Mobilitätseingeschränkte. Das ist kein attraktiver ÖPNV auf dem Land und erst recht keine Verkehrswende. Und das brauchen wir und kein ehrenamtliches Engagement, das diese Lücken füllt, meine Damen und Herren. Zur Attraktivität des ÖPNV gehört auch unsere Forderung nach erheblichen Preissenkungen, am besten einem Nulltarif. Die Menschen sollten nicht dafür bezahlen müssen, dass sie das Richtige tun. Wir brauchen einen erheblichen Ausbau der Infrastruktur und des Angebotes, gerade im ländlichen Raum. Weite Teile des ländlichen Raums sind faktisch abgehängt vom ÖPNV. Da gibt es keine Alternative zum Auto. Und hier müssen wir dringend Dinge verbessern. Und ich will auch den Punkt Barrierefreiheit ansprechen, weil auch hier gibt es viel zu tun, und es geht zu langsam voran. Die zügige Modernisierung der noch nicht barrierefreien Bahnhöfe ist dringend notwendig, damit eben auch alle Menschen, auch mobilitätseingeschränkte Menschen, Busse und Bahnen nutzen können, meine Damen und Herren. Und natürlich liegt uns auch am Herzen die guten Arbeitsbedingungen ÖPNV. Dass Busfahrerinnen und Busfahrer nicht zwei Jobs machen müssen, weil sie nicht über die Runden kommen. Dass Arbeitsbedingungen bei Bus und Bahn tarifgebunden sind. Dass die Arbeitsbedingungen und auch die Arbeitszeiten menschenfreundlich sind. Auch dafür setzen wir uns ein. Und da gab es in Hessen, insbesondere in den Zeiten der CDU-Alleinregierung und in den schwarz-gelben Jahren, einige sehr heftige Fehlentwicklungen, gerade was die Ausschreibepraxis angegangen ist, die Vergabepraxis angeht. Hier müssen soziale Kriterien im Vordergrund stehen, gute Arbeitsbedingungen im hessischen ÖPNV, meine Damen und Herren. Beim Radfahren wird immer viel geredet und öffentlichkeitswirksam beworben, aber im Alltag bleibt Radfahren oft eine Zumutung und eine sehr gefährliche obendrein. Die unterfinanzierten Kommunen haben kaum Mittel für eine zusammenhängende Planung von Radnetzen und müssen Stückwerk machen, wenn Straßen sowieso saniert werden. Und so kommt es eben zu diesen berüchtigten im Nichts endenden Radwegen oder Schutzstreifen als Sparvarianten. Das ist keine sinnvolle Infrastruktur. Und auch im Bereich der Logistik gäbe es natürlich viel zu tun. Die Autobahnen sind eine große Lkw-Schlange. Durch jede kleine Wohnstraße fahren heute mindestens ein halbes Dutzend Paketwagen pro Tag. Und hier stellt sich die Frage, wie dieser Transportirrsinn in den Straßen und Städten sinnvoll reguliert werden kann, auch indem man regionale Wirtschaftskreisläufe stärkt. Da kann man in Hessen ein bisschen was machen, aber dazu brauchen wir wirklich bundesweite Anstrengungen, meine Damen und Herren. Kurzum. Wir versperren uns natürlich keinem Erkenntnisgewinn, und wir unterhalten uns gerne über die Mobilität der Zukunft. Bei Fragen, wie die Verkehrswende gelingen kann, wie die Autos aus den Städten zurückzudrängen sind, wie der Umstieg auf einen Nulltarif gelingen kann, sind gute Konzepte notwendig. Und ich finde, wir müssen aufhören, hier über Verzicht zu reden. Sondern es geht nicht um Verzicht, es geht um ein Mehr an Lebensqualität. Es geht darum, weniger Lebenszeit im Stau zu verbringen, weil die Leute, die täglich im Stau stehen, freuen sich nicht, dass sie so mobil sind, sondern sie ärgern sich über die wertvolle Lebenszeit, die sie im Stau verlieren.
Wir brauchen mehr Grünflächen und saubere Luft. Die Verkehrswende ist eine Chance und ist eine Möglichkeit, Lebensqualität für viele Menschen zu erhöhen. Deswegen stimmen wir der Enquete-Kommission zu. Aber wir warnen davor, sie darf nicht dazu führen, dass wir jetzt jahrelang diskutieren und nichts passiert. Weil die Verkehrswende muss umgesetzt werden. Und sie muss jetzt umgesetzt werden, und zwar schnell, damit wir mit den Klimaschutzzielen einfach jetzt auch voranbringen. Und deshalb, ich komme zum Schluss. Lassen Sie uns die Enquete-Kommission einrichten. Lassen Sie uns darüber diskutieren, wie die Verkehrswende gelingen kann, wie man Mobilität bezahlbar macht, gerade angesichts der Situation, die wir heute haben in Hessen. Aber wir haben kein Zeitfenster, um zu warten. Wir müssen die Verkehrswende auch jetzt anpacken. Vielen Dank. Ja.